So, weiter geht's heute gegen Willen Wiesbaden. Das ist der Tabellendritte. Mit dem Sieg könnten wir ein bisschen Luft nach hinten uns verschaffen. Da es wird jetzt schwieriger. Wie gesagt, es sind jetzt zwei Spiele, die wir in Folge ohne Sieg haben. Ein Punkt aus zwei Spielen. Daniel Steininger wechselt so nach Andorra, der so ein bisschen jetzt mit meinem Verdienst gesorgt hat. Naja. So, jetzt wird sich. Sehe ich meine Kaufoption schnell beim Herrn Ulrich. Der mir nämlich auch weggeht. Oder ich kann ja gucken, was ich das Geld für Novo annehmen. Ja, ich werde doch Ulrich verpflichten. Bevor der mir verpflichtet, bevor der mir abhaut hier. Kaufoption ziehen. Ernsthaft? Was habe ich denn denn? Ja. Wie viel Kohle habe ich denn überhaupt jetzt? Ich habe jetzt 300.000. Bisschen Wochenbudget. Guck mal gerade, was wir oben haben noch an Nachrichten. Ach, wollt ihr mich verarschen jetzt gerade? Ey, das ist jetzt der zweite Spieler, den sie mir jetzt gerade rausnehmen. Alter, das ist jetzt zum Kotzen gerade. Also die nehmen mir gerade meine ganzen Leistungsträger weg. Wollt ihr mich verarschen jetzt eigentlich gerade? Naja, wie gesagt, das ist jetzt der zweite, der mir jetzt mehr oder weniger gerade abhaut. Weil Dresden, ich wollte jetzt gerade zum Schaumschüler machen. Gerade. Das war jetzt der Plan in der Sache. Warte mich eigentlich. Jetzt fehlt gerade so ein bisschen alles, was ich mir hier aufgebaut habe. Fällt mir jetzt gerade ein bisschen durcheinander kaputt. Geht mir jetzt alles kaputt. Ich brauche keine Pressekonferenz. Ich habe jetzt keinen Bock, gerade zu sprechen. Und ich muss das dritte Spiel jetzt auch in Folge machen. Oder Zweier, die mir gerade extrem wehtun. So, gehen wir rein ins Match. Beste Offensive gegen beste Defensive. Heute können wir beobachten, ob beide ihrem Ruf wirklich gerecht werden. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. So. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei Sorry, sind. Dass ich jetzt gerade ein bisschen skippe. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank. Gehen wir rein ins Match. Spieltag Nummer 21. Und heute sind wir zu Gast bei einem Nee, Ligaspiel. Noch 21 Jahre, noch und richtig. Dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Es ist immer noch der Tabellenführer gegen den Tabellen. Das ist ein Dunkel, wo wir gerade voll in der Krise sind. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Die späte Niederlage in Essen, das Unentschieden in Aue. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Da Ah, passt er auf vielleicht und doch kann noch. klären. Naja, Gutes der auch Technik. momentan ein bisschen. Da kommt der ja. Pfiff, Freistoß. Sie hätten sich hier in dieser Anfangsphase über Gelb nicht beschweren dürfen. Aber die Meier. Schiedsrichterin sagt, eine Ermahnung reicht aus. Aber Ne. ich denke, Sie sollten sich jetzt mehr zurücknehmen. Alles ein wenig verbissen hier. Tor! Ja, Zählt das das? ist Oder war natürlich Abseits? klar, Abseits, Buschi. Und deshalb Abseits. kann dieses Tor nicht zählen. Wissen Sie auch, es kommt keine Beschwerde. Das wissen alle. Das hat jeder im Stadion so gesehen. Also der Torfehler wird tatsächlich. Also Abseits war es auf jeden Fall wahr, aber die Frage, wo kam der von uns? Weil er hat ja vorher auf. Eine Situation, der vorher auf Vorteil entzieht. Also muss ja vorher ein Handspiel gewesen sein. Ergo, also kein Spiel, Ball eigentlich von unserem Spieler. Eigentlich hätte das Ding weiterlaufen lassen müssen. Für mich ist das ein reguläres Tor gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr die Situation da gerade seht. Es ist nach wie vor sehr eng an Ich der sehe sogar, Spitze, Buschi. Und da ist die wenn der von uns kommt, ist es abseits, das ist klar. klar. Aber wie gesagt, für mich ist das, weil der ja weiterlaufen ist, weil der am Vorteil entscheidet und damit weiterlaufen lässt.
Für mich ist es dann ein reguläres Tor. Aber gut, okay. Da schießt sich das entschieden und wir schauen mal weiter. Lippert. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Lippert. Ja, probiert's mal. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Also zwei Mann weg jetzt von uns. Zwei Leistungsträger weg mit Andresen und mit Novoa. Seitdem hängen wir komplett in der Krise. Ich müsste jetzt irgendwie versuchen zu richten und ich muss jetzt schauen, dass ich ein bisschen Kohle ein bisschen was gespart bekomme. Zehn, hallo. Lang außen vor, jetzt ist er vielleicht der Held. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Latteier erwischt, um den Ball zu erreichen. Jetzt können sie es machen. Gute Aktion vom Torhüter. Ah, leider noch nicht das. Erstmal geklärt. Oh, das war eine wichtige Parade. So bleibt es hier erstmal weiter Giri beim Remi. Sie kommen. Vielleicht ist das die Chance, auch vor dem gegnerischen. Ja, Tor vielleicht jetzt mal. Sterner. Hat ein bisschen Platz. Hollerbach. Kommt nicht hinterher, der. Die Chance. Da war mehr drin, denke ich. Aber geklärt. Für mich ist das. Ich muss jetzt gerade ein bisschen. Wurz. Schönes Ding. Die Kollegen bieten sich an. Ja, der Platz ist da, Eckloff. Das Eckloff. Muss es was sein. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Oh, wieder der Torfehler. Hemmerich diesmal ein bisschen mit einer guten Situation. Hemmerich. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Machen sie konsequent da hinten. Jakobsen. Ja, ah, gut dazwischen gegangen. War kein Foul. Sieht vielversprechend aus. Eckloff. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. 1:0. Das war wirklich knapp. Das zeigt die Wiederholung deutlich, aber der Ball ist nicht zu halten. Ey, ist zu gut, zu präzise. Da geht der Ball am Ende dann doch noch ins Netz. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Also 1:0, ich führe für die Führung kurz vor der Halbzeit mit 1:0 durch Lilian Eckloff. Die Chance jetzt. Gute Chance, aber vereitelt. Meier verhindert. Und sie können verkehrt. Wie sonst so selbstrichtig aber. Der Schuss. Meier. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung hier ausbauen. Der muss irgendwann mal wieder so ein bisschen. Da kommt die Ecke. Da kann er jetzt erstmal klären. So langsam wird es gefährlich. Hemmerich. Klasse vom Torhüter. War gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Also es scheint jetzt einfach 2:0 zu gehen. Ich hoffe, dass wir vielleicht vor der Pause noch das 2:0 alles machen. Nein. Ecke, komm. Und das bleibt beim 1:0 zu Pause. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Und jetzt geht's los. Na gut. Also Nummer 2 geht gleich los. Wie gesagt, wenn wir das Ding heute gewinnen, ist es, haben wir ein bisschen Luft nach hinten, weil das ist ja, die Gegner sind ja heute der Tabellendritte. Der Anpfiff der aber, Schiedsrichterin. Aber, wie gesagt, gegen Aue, Niederlage gegen Rot-Weiß-Essen. Jetzt das. Komm her. Aber das kann doch nicht sein, dass, ich jetzt da, dass der jetzt da durchgeschüttet. Aha. Gute Idee. Giri, der hat doch schon gelb. Schiedsrichterin pfeift sofort und ich glaube, das kann auch gelb geben. Gelb. Was eine Aktion. Da darfst du dich über gelb nicht beschweren. Hat die Schiedsrichterin alles richtig gemacht bei dieser Entscheidung. Gibt auch keine großen Diskussionen. War gelbwürdig.
So, Schwarze und Morgala, ein bisschen um die Defensive zu stärken. Also irgendwas muss ja jetzt passieren. Zwar so ein Sieg wäre natürlich super. Schöne Aktion. 2-0! Der ist drin. Der ist drin. Meier. Der ist genau hinter der Linie aufgekommen. Also daher passt das Ding. 2-0 auf jeden Fall die Führung jetzt für uns. Macht wieder so ein bisschen Mut. Schauen wir uns die Entstehung aus der kleinen Mini-Krise raus. Erst kommt der gute Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. 2-0 steht es hier. Sie machen es ist verdient. Es ist definitiv verdient. Weil man hat die Chance auf jeden Fall gehabt, um weiter dran zu kommen, weiter vorzugehen. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Da hat er die Chance. War okay, war die Idee. Chance, aber das war dann doch zu schwach. Ja, und wieder diese blöden Hüppe vom Keeper, Schiri, das gibt schon Gelb. Das könnte Gelb geben. Ja, es war die Nummer 19, nicht die Nummer 20 und das ist nämlich Gelb-Rot gewesen. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall war Gelb. Jakobsen hat sie gut gesehen. Holt die Situation. War ja jetzt bang. Na, Versuch. Aber weit vorbei. Er versucht einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball. Fast das Tor. Weglauf. Und aus. Jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ja, schade. Gut dazwischen gegangen. Aber wie gesagt, wieder dieser der Keeper von WSV Wiesbaden. Halbe Stunde noch. Ja, zwei, drei Situationen gehabt. Diesen... Sicher nach hinten gespielt. Also die Entscheidung um seine sportliche Zukunft ist gefallen, denn in Kürze spielt er für Manchester City. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Kurzer Ball auf Sterner. Sterner! Ein guter Block hier. Da haben sie die Chance. 3-0! Danke, Schiedsrichter! Diesmal hat er mich laufen lassen. Und dann ist es das 3-0. Wieder so eine schöne Aktion. Perfekt rausgespielt. Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Ja, der ist chancenlos. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Ja, schön. Sterner, der soll da auf jeden Fall noch bleiben. Die Chance jetzt. Das und ist eine verschenkte Chance. Also Meier verschießt den vorbei. Viel zu überraschend. Verschießt sein drittes Tor. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ja, schönes Ding. Kann er was machen? Meier, es gibt Ecke. Und das gibt Ecke. Ecke kommt durch Steiner. Okay, jetzt Schiri das Laufen nicht mehr. Er erzwingt den Ballverlust. Ja, fast, ne? Brechmeier jetzt nochmal gegen Ritzala Meier. Der Ball ist durch. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Der kommt dazu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Ecke kommt. Ecke kommt rein. Weiter gefährlich. Ganz wichtig, da muss er. Naja, versucht's. Oder kriegt die Situation hin. Schwarz. Ballverlust, normaler. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Reintaler. So, Vorteil nach diesem Vor. Ach, komm, Verwarnung aus, keine gute Aktion. Ich glaube schon, das war gelb.
Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Der eingewechselte Schwarz mit der... Sie klären. Das war. Wird nun doch abgepfiffen. Schiedsrichterin gibt diesen Freistoß. Keine Karte, aber jetzt muss er sich zurückhalten. Sonst gibt es beim nächsten Einsteigen Gelb. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Ja, blöd rausgespielt. Scheiße gemacht, ja. Das war ein bisschen zu locker gespielt alles. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ball kommt in die Mitte. Schade, Ball ist weg. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Ja, zumindest. So, jetzt kann ich auch mal kurz durchwechseln. So. So, wechseln wir einfach nochmal komplett auf die Position. Weiter geht es mit einem Einwurf. Das ist der Schluss. Dann ist es 3-0 am Ende. Also Fakt ist, dass ich nochmal einen Stürmer brauche. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Was Linksverteidiger. Sieht vielversprechend aus. So, jedenfalls haben wir es geschafft. Unsere Krise ist ein bisschen wundert. Ich gebe gerade keine Interviews. Ich konzentriere mich jetzt gerade so ein bisschen auf das Sportliche, mehr oder weniger. Ich habe keine Lust auf gerade auf Interviews. Naja. So, gucken wir mal, ob da jetzt noch was kommt. Der kommt jetzt gerade nicht. So, das war's mit dem Ding hier. Oder mal gucken, mit dem Spielchen. So, ich muss jetzt gerade gucken, dass ich nochmal Positionen getreu nochmal das ein oder andere Talent verpflichten kann. Jetzt will natürlich jetzt nicht wieder zurückkommen. Ich muss jetzt gerade gucken, ich habe jetzt ein bisschen Geld. Ob ich Geld habe? Auf der, wie viel Geld habe ich denn? 300.000. Ich muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen was ausgeliehen bekomme. Weil ich will A, einen Stürmer und B, einen Linksverteidiger. Das ist das Problem. Ja, ihr habt leider alle nichts, das ist das Problem. Ihr habt alle nichts, gerade wo ich sagen kann, Leo, den kann ich gebrauchen. So. Scouts brauche ich jetzt gerade nicht. Guck, was ihr da so habt an Spielern. Und ein Mittelfeldspiel. Und ein Linksverteidiger eigentlich, mehr oder weniger. Jetzt ausgeliehen und Bielefeld. Wäre eine Idee, Matteo Klimovic, warum nicht? Freie Spieler darf ich ja leider nicht verpflichten. Laut, ruhig. Da brauche ich gar nicht drauf zu achten jetzt. Auch verliehen. MacArthur FC, okay. Dass ich ihn vielleicht leiden kann.
vom FC Augsburg. Ich brauche ja, wie gesagt, noch einen Stürmer. Ich will ein Jahr bleiben. Nee. Zurück. Warte mal. Er will dir nicht kommen, jetzt für das Geld. Das Problem, ich kann ja nicht mal die Angebote ändern, dass ich dann sage, ja, kann ich. Ja, vielleicht schon mal die Möglichkeit. Leier vorschlagen. Ich will gucken, ob er kommen würde. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass ich 2 Jahre geliehen bekomme, weil ich will ihn brauchen auf jeden Fall. 2 Jahre. Akzeptieren wir. Oder wäre ja zumindest. Ja, jetzt muss er gucken, dass Leipzig sagt, jo, ist in Ordnung. Und dann wäre das toll. So, ich werde natürlich gucken, dass ich noch Linksverteidiger verpflichtet bekomme. Ne, möchte ich nicht. Laufzeit zu kriegen. Das ist über 23, ne? Theoretisch könnte ich. Warte mal, der auf. Kann ich versuchen. Ich kann ja versuchen, ob ich einen Vorvertrag kriege mit dem Spieler. Mit Papadopoulos, das wird die neue Saison. Na, der ist über 23. Nee. Transfer sind wir angeboten. Die wird wahrscheinlich nicht kommen. Nicht für die Summe. Ja, ich halte mal auf den im Hinterkopf so ein bisschen. Ich brauche ja, wie gesagt, erstmal noch einen. Ich brauche ja definitiv einen Dienstverteidiger, das ist klar. Nur wo bin ich dran? Ob ich den nochmal von RB losgeeist bekomme, weiß ich nicht. Mal gucken, das wäre cool. Ich brauche ja, wie gesagt, einen Verteidiger. Das ist klar. Jetzt muss ich gucken, dass ich in der dritten, zweiten muss. Ich lasse es jetzt erstmal so sein, vielleicht kriege ich ihn ja so verpflichtet. Ne, noch ist das nicht. Warte mal, der ist bestimmt abgelehnt jetzt gerade, ne? Erleben die das Rekord. Ach, deckt ihr mich doch am Arsch, Alter. Wollt ihr mich jetzt gerade eigentlich verarschen? Das ist doch nicht wahr, dass sie mir jetzt gerade den dritten Spieler. Also, die haben jetzt gerade mal die. Ich meine, okay, kann ich verstehen, ein bisschen. Das, der eine oder andere sagt, jo, passt nicht, aber. Das ist jetzt assi, dass er mir jetzt gerade mehr oder weniger den dritten Mann zurückholt. Das heißt, ich muss jetzt auch gucken, dass ich auf der Außenposition nochmal nachgucken kann. Natürlich. Jetzt erstmal nur ein. Ich brauche jetzt natürlich auf jeden Fall mal einen Außenbahnspieler.
natürlich für die Summe, wird wahrscheinlich nicht für Marktwert 301 Millionen, ja. Könnte ich hier kontaktieren? Der wäre da eine Möglichkeit vielleicht? Deal. Die Hansa. Damit habe ich die eine Position schon mal zugemacht. Das wäre die Limnios-Position. So, da kann ich das wegdrücken. Und dann kommt Kevin Schumacher vom FC Hansa Rostock. Wie gesagt, die Alternative zu... Oh, eine A-Bewertung. Ablösefrei für 3 Jahre. Die Stadt Limnios Position. Ja, warum nicht? Why not? Ist doch eine Bombe-Alternative. Ich habe jetzt ablösefrei gekriegt. Komplett. Soll auf jeden Fall bleiben. Damit ist er definitiv bei uns. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Verteidiger, also Linksverteidiger jetzt und einen Stürmer. Jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich noch einen Linksverteidiger will. Das war jetzt mal ein Deal, den ich jetzt hätte ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein unerwartetes Ding. Aber ich nehme ihn mit, den Transfer, und ist ein Deal. Definitiv. So, ich kann ihn ja mal auf die... Ich setze ihn jetzt natürlich erstmal schon auf die Bank, das ist klar. Ach, das ist ein Dingstransfer gewesen, ne? Das ist ein Vollvertrag gewesen. Der kommt jetzt in der neuen Saison zu uns. Ah, der kommt jetzt in der neuen Saison zu uns. Okay, ich hatte jetzt tatsächlich schon den Transfer, der für die neue Saison bleibt. Gut, Jan George wäre die Alternative, klar. Muss jetzt natürlich... Okay. Jetzt hätte ich jetzt sicher. Gut, okay. Dann ist es ein Zukunftswechsel gewesen, tatsächlich. Es war ein Vorvertrag. Okay, ich hatte gedacht, ich kriege den jetzt tatsächlich per. Ich kriege den per Direktkauf. Aber er wird nicht. Wird so eine neue Saison erst kommen, tatsächlich. Gut, ja, dann brauche ich tatsächlich erstmal noch einen Linksverteidiger und einen Stürmer. Definitiv noch einen Verteidiger. Am besten einer, der beide Seiten kann. Und vielleicht ein. Ja, theoretisch bis beide Seiten können. Oder hinten drin alles spielen kann, als Backup für alles. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, deswegen erklärt es auch, warum ich den ablösefrei gekriegt habe. So. Ja, bei dem der Vertrag ausgelaufen ist, ja. Genau. Schumacher wechselt. Da ist irgendwas drin. Was steht denn da drin jetzt gerade? Kann noch das Jahr jetzt mit Rostock spielen. Den werde ich gerne. Kommt auf jeden Fall zu uns erst dann. Ja, ja. Okay, gut. Dann muss ich jetzt schauen, dass ich jetzt nochmal einen, wie gesagt, Verteidiger kriege. Ja, ich brauche den auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall einen Verteidiger, das ist klar. Der wird natürlich nicht kommen. Scoute den hier mal. Ich glaube auch nicht, dass er so kommen würde. Also zum ersten Transfer für die neue Saison ist schon klar, das wird auf jeden Fall Kevin Schumacher werden vom
FC Hansa Rostock. 420.000. Da muss ich halt schauen, dass ich die Saison, dass das Ding irgendwie so durchkriege. Ja, na gut. Machen wir weiter mit Saarbrücken. So,